Yo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Outlast Folge 8 mit Kara. Hallo. Es geht weiter, wir haben länger nicht aufgenommen, ich glaube in dem Jahr noch gar nicht. Das stimmt, ja. 2024 ist es der 7., glaube ich, oder 6.? Nein, noch 6. Okay, wir spielen weiter. Kara fängt an. Letztes Mal hier, kannst du anfangen? Letztes Mal hier haben wir, waren wir wieder bei dem Kettenmann, Chris Walker. Ja. Und da bin ich gestorben. Du hast dich einfach umgebracht. Und jetzt darf ich das spielen und ich will das nicht. Digga. Ich habe ganz komischen Husten. Das ist kein Husten mehr. Ich warte mal kurz. Das ist Kotzen ohne Flüssigkeit. Sollten wir aufnehmen, wenn du so rumhustest? Ich glaube nicht. Also, ich habe komischen Warum muss es denn jetzt kommen? Was ist das? Mann! Was soll das? Was ist das? So, nach einer ziemlich heftigen Hustenattacke machen wir weiter. Tut mir leid. Kann jetzt öfter noch passieren. Auf jeden Fall, wir sind wieder hier. Und da sind wir am Anfang. Ich muss einfach ein bisschen ruhiger reden. Ja, von da sind wir gekommen. Ja, von da sind wir gekommen. Hallo. Ich weiß. Was machst du? Ich hab was gehört. Du hast gehört? Ja, beim Anfang. Achso. Der kommt erst, wenn du das triggerst da hinten. Noch passiert nichts. Wieso kannst du das nicht spielen? Weil du immer anfängst. Mein Husten ist momentan sehr, sehr komisch. Es ist kein Husten, es ist ein Quietschen und Röhren und wie gesagt, Kotzen nur ohne was rauskommt. Super anstrengend. Ja, du musst weiter dahinter. Ja, ich hab drin. Gelesen gerade. Also wenn du da um die Ecke gehst, dann kommt er, glaube ich. Ich stand schon. In jedem Fall. So. Bisschen weiter noch. Snackt. Ja. Punches. Ich glaube, er sieht dich nicht. Ich bin trotzdem sicher, weil er läuft vermutlich hier lang. Erstmal zurück, ja. Ich hasse dieses Geräusch. Ich hasse es. Du hast dieses Geräusch? Diese Ketten. Ja, die Ketten sind echt heftig. Leuchte mal, ob der da ist. Ich weiß nicht, ob er jedes Mal bis dahin kommt. Ich glaube nicht. Wir hängen jetzt schon sehr lange an der Stelle. Ja. Wir müssen ein bisschen weitermachen. Geh mal raus. Kannst ja leuchten dabei. Komm, wir müssen weiter. Mutig. Was anderes? Er macht was anderes, du hörst ihn ja. Ja, der klopft irgendwelche Türen auf. Okay. Aber der ist dann nicht bei dir hier. Wir hatten keine Batterien gesammelt, das weiß ich. Und ich weiß theoretisch, wo wir hin müssen. Aber wenn wir Batterien gesammelt hätten, hätte das gespeichert, glaube ich. Ja, deswegen müsste ich eigentlich nur in einen Raum. Ist der drin? Nein. Du müsstest nur einen Raum, okay. Ich muss nur in einen Raum, wir waren in anderen Räumen. Ja, aber da, wo ich letztes Mal gestorben bin, weiß nicht, ob da noch was ist. Kann ich zuerst in den anderen Raum? Ja, aber dann gibt es kein Zurück mehr. Pech. Auf jeden Fall musst du dich bewegen, sonst geht's nicht weiter. Vielleicht nicht unbedingt, wenn er direkt vor dir steht, aber... Tut er nicht. Oder nah ist. Ist er nicht. Wir müssen auf jeden Fall weiter. Q und E ist pieken. Tu ich, aber ich... Musst dich gerade hinstellen zur Tür, logischerweise. Jetzt kommt er von irgendwo. Ich höre. Ja! Ist das eklig. So. Er macht ja eine Runde. Er läuft erst. Wir haben ja den Raum, der ist ja viereckig, so sehr offen. Jetzt kommt er. Ja, wenn du es weißt, dann musst du es halt auch machen. Ja, ja, wir warten, bis er wieder geht. Und ich muss. Aber dann musst du auch gehen, wenn er geht. Ja, ich überlege mir Gott. Und du musst Licht anmachen, um zu checken, ob er da ist oder nicht. Und wo er ist. Der kommt nicht in den Raum. Man hört ihn nur. Wir waren hinten in dem.
einen Raum, wo du dich dann unter dem Tisch versteckt hast, da ist nichts. Wir müssen in den ersten Raum, wo er reingeht. Wo er reingeht? Ja, der geht ja in jeden Raum. Also ich weiß, wo es hingeht. Ist spannend, was du denkst. Also, Kara, wir müssen weiter. So, irgendwann wird's langweilig. Duck dich. So, entweder kommt jetzt hinter dir. Wahrscheinlich. Nein. Okay, doch nicht. Dann ist er in dem Hauptraum. Bleib mal da. Guck dich um, bitte. Ich höre auf einer Seite auch sehr schlecht. Okay. Deswegen fällt es mir schwer, die Geräusche zu lokalisieren. Ja. Shoutouts an Habibi Blocksberg. Hat einen sehr netten Kommentar hinterlassen. Habe ich sofort entfernt. Hat er nicht gesehen, ja. So, wo geht jetzt deiner Meinung nach hin? Hallo? Nach da. Richtig. Da ist gar nichts, aber. Siehst du was? Ich sehe gar nichts. Kommt er hier hin? Nee, ne? Nee, der kann nicht durch die Dinger. Hier, Badewanne. Perfekt. Schau dich bitte um. Hast du dein Quietscherentchen mitgebracht? Na schau, wir waschen deinen Bauch, waschen deine Arme, jede kleine Spalte, bis wir den Schlüssel finden. Ich weiß, dass eines von euch Babys in ihn, von euch Babys ihn hat. Alles ist gut. Okay. Ah, da ist jemand drin, schaut mal. Ja, da ist jemand in der Badewanne. Aber der ist tot, oder? Ich denke. Ja. Film mal, vielleicht sagt er was dazu. Notizen. Okay. Ne. Was sind das für Gestelle da? Was ist das? So, wenn Leute, glaube ich, nicht mehr stehen können. Oder dann hebt man die so rein, was? Oder dass man sie auch wieder rausheben ja. kann. Okay. Ich denke mal, der ist tot. Sprinkler. Ah, Sprinkleranlage, klar. Wir sind ja immer noch auf dem Weg, das Feuer zu löschen. Okay, Sprengladenlage an. Wir müssen nur noch zurück. Ja. Der wird jetzt sicher nicht aufspringen, keine Sorge. Sicher? Sicher. Kein Gemurre jetzt, wir müssen jede kleine Stelle waschen. Wer ist ein sauberes Baby? Ja, das bist du. Ja, alles ist gut. Wir warten, bis er hier vorbeikommt. Ja. Ich weiß halt nicht. Wir wissen auch nicht, ob er noch da ist. Ja, kann auch sein, dass er weg ist. Ich würde mich trotzdem nochmal in dem Raum umschauen, falls da was. Also nicht da, nein. In den anderen. Wo ich gestorben bin. Ach so, ja. Ich will eigentlich die Raum. Na gut. Du kannst weitergehen, Kara. Ich weiß. Ich will aber nicht. Ja, aber dann kommen wir nicht weiter im Spiel. Okay, er ist da. Okay. Da würde ich vielleicht jetzt weglaufen. Mit Licht siehst du was. Tipp. Wenn Licht ist, brauchst du keine Kamera. Genau, hier bin ich ja, glaube ich, gestorben. In dem Raum, da hier bin ich gestorben. Ah, da ist die zweite Ding für Sprengkanlage. Wir müssen da sogar rein. Ah, okay. Hat ja. sich das eine Ding gespeichert? Ich denke schon. Okay. Vielleicht auch nicht jetzt, wo wir da starten. Da würde ich erst nochmal in den Raum gehen, weil der ist schwerer. In den, wo wir gerade drin waren, wo wir gestorben sind?
Oder halt erstmal nochmal links und erstmal checken. Da kannst du ja durchrennen im Prinzip. Also erstmal ihn kommen lassen, klar. Aber ansonsten, er kann ja nicht durch die Spalte. Muss ich erstmal triggern. Mhm. Kannst im Spinn warten da. Dann wartest du da einmal und dann, wenn er weg ist, rennst du einfach hinten links hinter. Ja, kann ich sowieso. Ich kann theoretisch auch an ihm vorbei nach hinten rennen. Ja, eigentlich kannst du es auch jetzt machen, ja. Der heilt ja automatisch nach Zeit. Ja, musst du wissen. Nee, ich warte kurz. Und wir laufen nach hinten in den Raum, machen dort. Aber das Ding ist, er läuft ja da auch zurück, dann läufst du ihm wahrscheinlich in den Rücken. Keine Ahnung. Selbst wenn du einmal getroffen bist, ich würde einfach durchrennen. Licht an und durchrennen. Einfach durch und jetzt links. Das ist schon Aua. Der war neben dir. Kein Druck, ne, Kara? Der checkt das selber, ne? Okay, dann renn einfach durch. Ich glaube sogar, es ist nicht gespeichert. Was gut ist. Ja. Okay, man muss beide gleichzeitig, beide in einem Run machen, das ist gut. Nee. Doch. Ja, hör auf zu reden. Jetzt weiß ich, dass er da hinten in dem Raum ist. Wie? Ich renne jetzt geradeaus. Okay. Und dort wird ein Tresen. Ja, das sind ja die Bürodinger. Stimmt, ich glaube, da war da was zum Sammeln. Ich glaube, da. Nein. Sicher? Ich glaube nicht. Da habe ich mich ja unter dem Tisch versteckt. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, du hast. Wenn eine Akte vielleicht. Ja, das ist auch ein Grund. Hm. Ja, geh da auf jeden Fall nochmal rein. Soll ich rennen? Nein. Aber das ist eklig, der sieht mich. Nein, wenn du dich duckst und. Nee. Ich will mich erstmal jetzt ducken. Ich lasse mal die falsche Vorgehen Taste und warten. Tatsächlich. Im Worst Case gehst du dann. Was lässt du? Ich lasse mal die falsche Taste los. Okay. Im Worst Case rennt er einfach wieder zurück. Jetzt guckst du erstmal, wo er ist. Licht an, reinzoomen, dann siehst du, wo er ist. Okay. Aber theoretisch sieht er mich beim Ducken gar nicht, oder? Doch, tut er. Doch, tut er. Beim Ducken, naja, wenn du direkt vor ihm stehst, klar. Aber jetzt kannst du gucken, wo er lang geht, richtig? Ja. Okay. Warte. Er hofft noch, dass du noch rauskommst jetzt. Tue ich aber nicht. Geh! Geh weg. Ich glaube, er geht hinter. Schau hin, schau hin, schau hin! Okay, ach, gut, da. Gut. Ja, das ist das Problem. Das ist gut. Dann gehst du jetzt hin. Läufst erstmal normale Geschwindigkeit. Ich laufe. Komm! Lauf normal. Jetzt duckst du dich. Und schleichst da einfach entlang. Der Schatten. Okay, ja, lauf da. Licht. Okay. Jetzt ist er wahrscheinlich hinten beim Raum, aber noch warten. Noch nicht durchgehen. Erstmal rechts gucken. Okay, dann würde ich durchcrouchen. Hey, was hab ich gedrückt? Ja, wir sind wieder auf diesen Knopf. Escape. Ich glaube, ducken, hallo. Hallo! Ja. Ich glaube, bei Umschalt, Tab. Ja, irgendwas. Kommen wir auf irgendein komisches Menü. Das sieht man in der Aufnahme nicht. Okay. Keine Ahnung, ob ich da jetzt was. Das weiß ich auch nicht. Wir warten, bis er reinkommt, dann schaue ich mich in den Raum um. Warten nochmal, bis er reinkommt und gehen rüber. Okay. Deal? Naja, Hauptsache, wir kommen halt irgendwie weiter. Ja, ja. Das ist ein Let's Play. Ich finde es aber interessant halt, dass du ohne Licht das versuchst zu spielen. Ich weiß es nicht. Sieh ich ihn nicht, sieht er mich nicht. Aber du kannst ja nicht, wenn du von ihm wegrennst, zum Beispiel sieht er dich, verstehe ich nicht, warum du dann durch Dunkelheit rennst. Ich denke nicht dran. Ach so, ja. Das merkt man dann auch nicht. Das vergisst man einfach. Das vergisst man. Merkst du auch nicht, dass es dunkel ist. Du hast Angst, dann vergisst du das. Das heißt, du siehst im Dunkeln quasi. Kannst du? Ja, okay. Kann ich. Ich hab das können. Okay. Okay, komm. Ja. Ich sehe ihn nicht. Ja. Ah, doch. Ja.
Zoom mal rein, Alter. Gesicht stark. Ja, die leuchten schön, die Augen. Okay, jetzt geht er wieder raus. Ganz hoch. Nee, noch nicht. Einfach try. Licht brauchst du auf jeden Fall. Licht brauchst du auf jeden Fall. Wobei, nee, du ja nicht. Ich brauch kein Licht. Stimmt. Jetzt kannst du dich umgucken. Ich würde halt die Tür zumachen, ne? Hättest du auch machen können, wenn wir reingehen. Das mit dem Hören ist nicht so. Wobei, man kann die, glaube ich, eh nicht zumachen. Ist eine Doppeltür. Nein, der hört dich nicht. Der hört dich nicht, Kara. Das ist nicht so realistisch im Spiel. Kannst du nicht die Tür zumachen? Die ist eingetreten. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, guck dich hier einfach schnell um. Mit Licht bitte. Dass ich es zumindest sehen kann. Oh, hier ist ein Spind. Hier ist nichts. Hier war nichts. Okay. Links, links. Da noch rein in den Raum. Boden irgendwo. Ich habe das Gefühl, in dem Raum ist noch was. Hm. Aber da ist nichts. Wir haben noch nichts gesehen. Du hast dich bei weitem noch nicht komplett umgeguckt, Kara. Angst. Ja, so finden wir es halt nicht, ne? Zumindest nicht so schnell, dass wir ein Let's Play machen können. Wo denkst du, ist er gerade? Ja, ich relativ egal. Auf dem Weg zu dir wahrscheinlich. Solange wie du wartest. Ich gehe gleich nochmal nach da hinten. Ich höre ihn auf jeden Fall nicht. Was ein Zeichen ist, dass du raus kannst. Desto länger du ihn nicht hörst, desto schneller kommt er wieder. Wäre halt gut, wenn du dich dann bewegst, wenn er weg wäre und nicht, wenn er kommt. Okay. Vor was versteckst du dich jetzt? Keine Ahnung. Okay, jetzt kommt er. Oder? Ja. Nee, er kommt hier nicht rein. Er bleibt da. Er bleibt da stehen. Guck mal. Wechseln wir, wenn er weg ist? Ja. Dann hast du die andere Sicht. Dann hast du das andere der sagt Mann. Immer kleines Schwein, aber er atmet selber wie so ein Schwein. Was kannst du? Dann kannst du selber die was? Dann kannst du selber die andere Sprenkellage anmachen. Ja, Sprenkler. Das ist echt schwierig hier, das zuzuschauen. Okay, geh mal in den Spind rein, dass wir entspannt Pause machen können. Okay, wir wechseln Leute und dann übernehme ich den Rest. So, jetzt bin ich dran. Gerade jetzt ist er wieder drin. Wir haben zu lange gebraucht. So, ich habe auf jeden Fall gemerkt, trinken hilft bei Husten bei mir. Überraschung. Ich habe okay. Leider eine Batterie verbraucht. Muss erstmal wieder reinkommen. Wie verbraucht? Ja, eine, guck mal, eine Batterie. Ja, aber nicht nachgeladen jetzt irgendwie. Ja, noch nicht. Ich dachte, verschwendet. So ja. Wie ich manchmal. Verbraucht halt. Ja, ist okay. Dafür sind sie da. Jetzt flackert's. Ja, laden wir nach. Finde ich gut. Du musst halt warten, bis erst im Raum wieder rausgeht. Ich freue mich. Also, Outlast 2, das wird. Das wird echt sehr interessant mit dir. Du willst mit mir. Okay, jetzt kommt er von da wahrscheinlich, oder? Ja. Nee. Oder? Doch. Muss. Muss, ja. Von wo kommt er? Okay, okay. Der kommt auf dich zu. Wo bin ich? Hallo? Du bist schon drin. Oh nein! Hüpf da rüber, hüpf da rüber, hüpf da rüber. Nein, nein, warte, warte. Ich weiß nicht, ob er wirklich herkommt. Ja, tut er. Shit. Beweg dich doch nicht. Ich geh jetzt dahinter. Mir doch scheißegal, Mann! Der findet mich nicht. Achso, ich weiß, wo du bist. Der Bastard! Egal. Ich kann keinen Tod riskieren. Hi. Kann ich verstehen. Ich wäre jetzt zwar in den Raum gerannt, aber dann wären wir wieder gestorben, dann hätten wir wieder alles von neu machen. Oh mein Gott! Scheiße, nein! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, der kann einen nämlich greifen, wenn du... Was hat der denn für Hände? Alter! Die Animation habe ich noch nie gesehen. Was hat der? Was hat der denn für Hände? Der ist ein richtiger Hexenclown. Krallen. What the fuck? Der hätte mich fast noch gegriffen. Kubuk.
Weil, wenn wir jetzt wirklich nochmal sterben, dann werde ich schneiden, weil es wiederholt sich sonst einfach. Eieiei, das war close. Der wollte gerade schon greifen, ja, also ich dachte, ich hätte schon, ich wäre schon tot. Das liegt ab. Na super, krabbel ihm hinterher. Ja. Links geht er gar nicht, ne? Beziehungsweise er kommt ja nicht weit. Nee, er kommt nicht weit. Der wechselt nur zwischen den beiden Räumen. Okay. Upsi. Da müssen wir hin. Hast du geröpst? Was? Ja. Kara, so geht's nicht. Entschuldigung. Ja, wenn du dich dahinter hockst. Ja, ja. Wenn du dann weggeht, dann habe ich leichtes Spiel. Hier fühle ich mich wohl. Auf dem Schoß. Ja. Kannst du doch dahinter? Nein. Wo hier? Nein. Nein, das meine ich nicht. Ich bin in dem Typ hier drin. Der Leiche. Wo drunter? Wo drunter? Hier sieht er mich nicht. Das zeige ich dir gleich. Oh nein. Ja, komm, fick doch. Digga, was? Jetzt musst du weiterlaufen. Bitte mach das nicht nochmal, dass er greifen kann. Bitte. Oh Gott. Okay. Ja, das ist, weil das hier nicht ganz gleich aufhört, sondern hier so ein bisschen kürzer ist. Ja. Deswegen kommt er hier weiter. Ja, siehst du? Da links. Rechts ist noch ein... Ja. Man muss hier... Okay. Ich bleib mal weg, ne? Mach das nochmal. Oh, nein. Ich trau mich nicht. Oh! Oh mein Gott! Alter! Digga, was ist mit dir? Ich lieg wie so eine Bitch. Ah! Schaut mich so doof an, Alter. Okay, jetzt muss ich echt noch was überlegen. Also ich werde ihm wieder nachgehen, werde aber natürlich nicht da in der Ecke, sondern halt in dem Viererraum. Was für Vierraum? In dem S-Raum. Ja. Gottes Willen. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das alleine ist schlimm. Also, sag mal, was ist denn mit dem jetzt? Hat der irgendwie ein Problem? Oh. Er kämpft jetzt. Ja, ne? Der ist voll. Du musst warten, bis die Musik aufhört. Der ist voll schlau jetzt auf einmal. Ja, ich warte. Als ob er mich hier so nicht sieht, aber wenn ich dann da reingehe schon. Der hat so einen Schaden. Doch, er sieht dich. Jetzt gerade ist richtig Batterieverschwendung. Ich hoffe, Geräusche zu machen. Hallo. Ja, ja, hier am bin Ende ich. Am Ende backt und er kommt durch. Kennt er dich. So, du wartest jetzt, bis er in die Ecke. Also bisher Folge null Content. Wahrscheinlich sterben wir jetzt nochmal. Und dann beginnen wir die nächste Folge genau wie die. Naja, das ist die dümmste Folge ever. Nicht null Content. Ich hab's geschafft, zweimal den einen Sprinkler anzumachen. Super. Aber wir haben keinen Fortschritt. Das stimmt. Aber ich glaube trotzdem Content, weil wir beide uns übel erschreckt haben. Ja, aber bei dem Let's Play geht's um Fortschritt. Das ist das, leider. Fortschritt passiert langsam. Nein. Toll, das ist eine Batterie. Da steht der Damm in die Ecke. Bitte. Ich lache. Bitte mach's. Okay. Verpiss dich! Nein! Los, lauf! Oh. Okay, er geht woanders hin. Da, er läuft durch den Raum. Ich werde so laufen, nicht anders. Ich würde durch die Mitte trotzdem laufen. Ja. Weil es da dunkel ist und da sieht er dich halt wirklich nicht. Soll ich warten hier oder? Lauf da einfach durch. Nein, nicht. Ich soll in die Mitte? Ja, du sollst in die Mitte. Guck dich, der ist jetzt in dem anderen Raum. Scheiße, kein Licht. Nicht okay, dahin. Okay. Schon wieder Hühnchen. Wohin? In die Ecke, da wo du das letzte Mal warst. Ja. Genau. Okay. Und jetzt wartest du, bis du ihn siehst. Oh, das ist echt gut hier. Ja, da warst du das letzte Mal auch schon. Ich glaube, hier würde er mich auch nicht treffen. Ja, doch, da warte ich, bis er in den Raum geht, ne? Der ist im Raum da. Also wartest du, bis er wieder da reingeht. Oh, okay. Dann schneide ich für euch mal, bis der wieder da angeschissen kommt. Bis gleich. So, er kommt gleich wieder. Gerade kam mir die Idee, dass wir das Ganze auch mal irgendwie auf Ultra Hardcore probieren. Das wäre eine gute Idee. Dann könnten wir nämlich komplett so Story hinten dran packen. Und wirklich nur auf Gameplay. Also nur auf vorankommen. Ja, aber ich glaube, Speedrun, das wäre cool. Ich bin nur der Nebenbeisitzer und red mit, aber. Speedrun wäre auch cool.
Ja. Wahrscheinlich, wenn du ganz schwer spielst. Ja, also ich denke, das wäre eine coole Idee. Da strecke ich mich doch schon am meisten. Sagt mal, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall kann der jetzt mal kommen. Ich dachte, er kommt jetzt. Wo ist denn der? Kommt der nicht, solange ich hier bin? Das kann halt sein, ne? Das kann sein. Eigentlich müsste er immer zwischen den Räumen wechseln. Eigentlich schon. Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn? Ja, jetzt warte. Jetzt glaube ich. Der steht immer so lange rum. Das ist, wir haben noch zwei Batterien, also mies. Das ist auch scheiße gelaufen. Also, kommt der jetzt mal? Ja, er bewegt sich sehr lahm. Er bleibt immer wieder stehen. Ja, natürlich, der hat bestimmte Spots, wo er stehen bleibt. Und sich umguckt, ob du hinter ihm stehst. Mensch, Maya. Ja, ich glaube, ich muss ihn erstmal so triggern. Nein, da ist er. Nee, der läuft da nur hin und her. Der geht wieder zurück in den Scheißraum, wo ich hin muss. Ernsthaft? Wie willst du da reinkommen? Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Ja. Und pieke around the corner. Okay. Er müsste da rauskommen, ne? Oder ich stehe gleich hinter dir. Okay, okay. Dann gehe ich jetzt wieder dahin. Und jetzt gucken wir, wo er hingeht. Ja. Okay. Geh da rein, du musst weiter da rein. Ja, warte. Nee, was machst du? Nein. Er sieht mich durch die Fensterscheibe, glaube ich nicht. Zumindest nicht im Ducken. Und dann geht er rum, ja. Wenn er jetzt nicht wieder zurückkommt, der Bastard. Okay. Was ich ihm durchaus zutraue. Okay. Nein. Er hat dich gesehen! Zählt nicht. Unfair! Hier kommt er nicht so weit tatsächlich. Oder? Aber hier ist besser zum Verstecken. Hier muss man nicht jedes Mal wieder so um die Ecke und so. Ja. Jetzt läuft er geradeaus. Oder? Was läuft da? Er läuft geradeaus. Er läuft geradeaus. Warte. Ja, aber das schaffst du nicht. Außer du rennst jetzt. Oh. Ah, jetzt macht er erst die Tür da auf. Wir waren im Raum noch gar nicht. Doch, weil er macht die andere Tür. Okay, jetzt können wir theoretisch rennen. Wobei, noch. Geh da um die Kurve und jetzt rennen. Jetzt renne ich. Weil jetzt kann er mich auf keinen Fall sehen. Feinde? Okay. Hier mache ich zu. Gut. Mhm. Erstmal ein bisschen umgucken nach Batterien, würde ich sagen. Da ist ein Spind auf jeden Fall hinter dir. Ja. Da rein. Okay, hier ist die Sprengtanlage. Da ist auch ein Spind. Hier war nix. Ja, trotzdem mal gucken. Okay. Sprinkleranlage und dann Spind. Okay, ja. Wird erledigt. Immer noch kein Safe State, immer noch kein Speicherpunkt anscheinend. Wir müssen zurück, ja. Okay. Das ist, glaube ich, wirklich so die schwerste Stelle im Spiel wahrscheinlich. Aber theoretisch kannst du dann zurückrennen. Ja. Okay, mach dir so Tourist drin. Okay. Ich bin froh, dass du. Eine ganze Folge für die Sektion. Du hättest das niemals geschafft. Nee, hätte ich nicht. Deswegen bin ich froh, dass du spielst. Okay. Warum trampelt der so lange in dem Raum darum? Weil er uns verwirren will, dass wir rausgehen. Er will uns täuschen. Geh mal raus und geh mal wieder rein. Nein. Was ist das für ein Geräusch? Was? Dieses. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hört man es ja in der Aufnahme. In der Aufnahme. Ich höre ihn immer noch. Ja. Wahrscheinlich. Soll ich gucken? Nein. Ich guck. Hallo? Wenn er jetzt vor deiner Fresse steht. Dann renne ich. Und dich schlägt. Ja, dann trifft er mich halt einmal, dann ist das so. Ich glaube, er ist raus. Da ist ein. Kommt er zurück? Kann gut sein, da ist er. Er kommt zurück. Da ist er. Okay, er kommt wieder rein, leise. Fuck. Was tust du? Was tust du? Geh weg! Hallo! What the fuck? Okay, alles gut. Du darfst nicht gegen ihn rennen, ne? Ich muss! Oh! Jetzt holy jetzt damn! Jetzt laufen wir nur noch. Oh, war das knapp, der hätte mich fast nochmal geschlagen. Ich will das nicht nochmal spielen.
renn, sonst greift er. Bitte, renn einfach durch. Soll ich warten hier? Nein! Ah! Kuckuck! Bitte! Hä, in den Gang kann ich mir gar nicht... Hä? Was ist denn hier? Ah! Warte, du musst nochmal zurück. Du musst nochmal... Nicht weit, aber du musst... Ach, das ist links. Mal, ja. Am Bad, stimmt, klar. Klar. Aber der... Okay. Deswegen kein Safe State, aber okay. Vermutlich, wenn wir das umlegen, hast du dein Safe State. Warte, boah, trotzdem Leute. Noch ein bisschen, sonst läuft er noch zurück. Das ist ja Wahnsinn. Soll ich da warten? Nein, sollst du nicht. Lauf weiter. Okay, weiter. Aber jetzt ist er zurückgekommen hier. Du musst, nein, du musst nur da rein. Was? Du musst nur hier rein. Ach so. Drücken. Ach so. Ach, wir haben schon beide. Finde draußen Vater Martin. Wir haben unseren Safe State. Aber kommt der hier rein? Das Wasser schon, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, überall die Sprinkler. Oh! Er kommt doch! Lauf! Nico, bitte! Nico, oh! Bitte! Nico! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, du Bastard! Oh mein Gott, war das knapp! Ich hab das noch nie gesehen, dass der einen so fast greift, Alter. Aber ich muss doch hier irgendwo mal Batterien finden, Alter. Ich hab zu wenig. Wir sind safe, alles gut. Wir brauchen Batterien, naja. Wir gehen in den Raum, Feuer ist gelöscht, denke ich mal. Jetzt ist hier leider dunkel, natürlich. Ja, der Typ ist wirklich tot. Lecker. Ich schlug mich jedes Mal. Ich hab mich gar nicht erschrocken. Ich weiß gar nicht mehr, wo der saß. Hier irgendwie. Hier glaube ich, ja. Hier. Ja. Da müsste er doch hier irgendwo liegen. Er ist nicht tot. Er ist nicht tot? Nein, er ist abgehauen. Ach Quatsch, er wollte sich umbringen. Nein, er wollte alle anderen umbringen. Er wollte alles verbrennen eigentlich. Okay. Küche. Scheiß doch die Wand, an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Junge! Oh! Okay, das war jetzt das erste Mal, dass ich mich richtig erschrocken habe. Bist du doof? Ich habe mich eigentlich mehr vor dir erschreckt. So. Willkommen in der Küche. Kara. Das lässt doch sehr viel Vorfreude aufkommen auf den nächsten Part. Das war's von dem achten Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Immer Montag um 20 Uhr. Bis dann und tschüss. Ciao.